Zurück live im Hohen Haus. Hier geht es weiter mit der Debatte um den Haushalt mit der zweiten und dritten Lesung. Das war die Bundeskanzlerin heute am Vormittag. Jetzt geht es um den Etat des Auswärtigen Amtes. Im Plenum spricht für die SPD-Fraktion der Abgeordnete Klaus Brandner. Insbesondere den Hauptberichterstatter Kollege Frankenhauser aussprechen, aber auch an die Mitarbeiter des Haushaltsreferats für die offene, präzise und vor allem konstruktive, verlässliche Zusammenarbeit auch unter neuer Referatsleitung. Hier, meine Damen und Herren, haben wir heute die Haushaltsberatung in der Abschlussrunde vorzunehmen und dabei ein Resümee zu ziehen. Mein Fazit vorweg: Die Regierungskoalition stolpert auch mit diesem Haushaltsentwurf kraftlos und konzeptionslos ins Wahljahr 2013. Leider gilt dieses Resümee in weiten Teilen auch für den Etat des Auswärtigen Amtes. Ich spreche dabei besonders die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik an. Auch hier finden sich im Koalitionsvertrag, also der wichtigen Grundlage der Regierungskoalition, klare Worte, die sich leider am Ende aber nur als Lippenbekenntnisse herausstellen. Die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist eine tragende Säule, so heißt es dort, der deutschen Außenpolitik. Eine tragende Säule, die tragende Säule also. Darin stimmen wir völlig überein. Und weiter heißt es, wir werden die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik finanziell bestmöglich ausstatten und verstehen dies als langfristige politische, kulturelle und wirtschaftspolitische Investition. Dieses Versprechen, meine Damen und Herren, wurde aber mehrmals gebrochen. Die Sondermittel zum Beispiel für Bildung und Forschung, sie wurden regelmäßig zweckentfremdet. Die letzten 3 Jahre wurden die von Bundesministerin Schawan und Bundeskanzlerin Merkel versprochenen Sondermittel, immerhin in Höhe von 92 Millionen in diesem Haushalt, für Bildung und Forschung nicht zusätzlich zur Stärkung der auswärtigen Bildungs- und Wissenschaftsarbeit genutzt, sondern zweckentfremdet, um andere Haushaltslöcher zu stopfen. Mit solchen Tricksereien, meine Damen und Herren, schwächen Sie, sehr geehrter Herr Minister, die tragende Säule der deutschen Außenpolitik. Diese Haushaltslöcher, Herr Minister, sind im Übrigen entstanden, weil Sie nicht die nötige Kraft oder den Willen aufbringen, um ausreichende Mittelausstattung Ihres Ministeriums sicherzustellen. Das sehen wir im Übrigen in vielen Bereichen, bei den Auslandsschulen zum Beispiel. Dabei zuerst die gute Nachricht. Die Koalition hat die dringend notwendigen zusätzlichen Mittel für die Auslandsschulen in der Bereinigungssitzung noch bereitgestellt. Damit sind Sie den Forderungen der SPD gefolgt. Meine Achtung gegenüber den Berichterstattern, wo man im Übrigen ganz deutlich sieht, Kollege Frankenhauser, Kollege Koppelin, dass Berichterstatter am Werk sind, die Kraft haben, die Einfluss nehmen, obwohl ich an diesem Punkt sagen muss, dass ich nicht immer Ihren Aktivitäten entspreche. Aber in diesem Punkt haben Sie wirklich Gutes geleistet. Dafür herzlichen Dank. Denn diese Fehlerkorrektur im Auslandsschulbereich kann schon gar nicht darüber hinwegtäuschen, dass die vollmundig angekündigte Reform des deutschen Auslandsschulwesens bisher nur Schall und Rauch sind. Diese Reform hat für viel Ärger und vor allem Verunsicherung und auch außerhalb unserer Beratungen für viel Verdruss gesorgt. Wir hätten hier, sehr geehrter Herr Minister, ich darf das so sagen, Ihre ordnende Hand uns gewünscht. Sie ist an dem Punkt leider ausgeblieben. Es bleibt aber dabei, der drastische Reformbedarf bleibt. Und die unzureichenden Versuche, hier eine Lösung zu finden, zeigt im Übrigen auch der Bericht des Bundesrechnungshofes, der ein katastrophales Bild von der Politik für die deutschen Auslandsschulen zeigt. Er ist nachzulesen. Ich verweise einfach darauf. In der auswärtigen Kulturpolitik gibt es eine Abstrafung des Goethe-Instituts. Und es gibt hier auch wichtige Haushaltsberatungen, die zeigen, dass die allgemeine Kulturarbeit, die der Bundesregierung, wie wir ja gerade im Vorhaushalt gehört haben, doch sehr am Herzen liegt. Denn dort hat im Bundeskanzleramt der Kulturetat in den Haushaltsberatungen noch einmal eine Aufstockung um 100 Millionen erfahren, dass genau dieser Etat im Bereich des Auswärtigen leider nicht von diesen zusätzlichen Begünstigungen betroffen ist. Das ist sehr bedauerlich.
Man kann sich auch fragen, Herr Minister, ich frage das auch ganz offen, ob Sie dabei in der Bundesregierung nicht gerade die besten Karten haben. Denn warum wird gerade im Etat des Bundeskanzleramtes der Kulturetat um 100 Millionen aufgestockt, aber im auswärtigen Etat davon nichts zu spüren ist? Ich muss Sie natürlich fragen, haben Sie nicht dafür ausreichend gekämpft? Mittelbedarf besteht erheblich. Ich verweise zum Beispiel auf die Programmarbeit. Hier wird um 8 Millionen gekürzt. Das bedeutet übrigens das Aus für wichtige Projekte, Kulturprojekte auf diesem Sektor. Und damit nicht genug. Sie haben es noch nicht einmal verhindern können, dass völlig einseitige Mittelreduzierungen beim Goethe-Institut durchgesetzt wurden. Das, meine Damen und Herren, schränkt die Arbeitsgrundlagen dieses renommierten Instituts drastisch ein. Das ist unfair, und das muss ich hier so kritisch anmerken. Kritisch will ich insbesondere aber die Konzeptionslosigkeit zum Thema Afghanistan anmerken. Die Bundeskanzlerin hat heute Morgen noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig es ja ist, dass wir eine sicherheitspolitische Kooperation pflegen und ausbauen. Auf der letzten Afghanistan-Geberkonferenz in Tokio, zum Beispiel am 8. Juli dieses Jahres, haben Sie, Herr Außenminister, noch gesprochen und dort versprochen, dass Deutschland die zivile Hilfe auf dem derzeitigen Niveau von bis zu 430 Millionen Euro pro Jahr fortführen wird, und das mindestens bis 2016. Nun sollen die Leistungen im Rahmen des Stabilitätspakts Afghanistan um 10 Millionen gekürzt werden. War das mit Ihnen abgesprochen, Herr Minister? Ihr Haus war jedenfalls von dieser Aktivität völlig überrascht. Denn diese Kürzungen sind nicht im Einklang mit den Regierungszusagen. So senden Sie ein fatales Signal an die Menschen in Afghanistan sowie an unsere internationalen Partner. Von Verlässlichkeit und Werteorientierung ist an diesem Punkt in der Außenpolitik nichts zu spüren. Verlässlichkeit sieht bei der SPD anders aus. Ein weiteres Beispiel für die Umsetzung ist die AA-BMZ-Vereinbarung. Klar, bei der Union waren wir uns darüber im Klaren, dass zwischen CDU und CSU die ein oder anderen Scharmützel ausgetauscht werden. Doch dem wollten scheinbar die liberalen Regierungsmitglieder nicht nachstehen. Die Spitze, der Brüderkrieg, der Minister Niebel vor einigen Wochen mit Ihnen angezettelt hat, überbietet das jedoch, wie ich finde, bei Weitem. Er offenbart die tiefen Gräben und persönlichen Abneigungen innerhalb Ihrer eigenen Partei. Minister Niebel hat Ihnen in der Presse Untätigkeit und Vernachlässigung der humanitären Hilfe in Kenia vorgeworfen. Es kann doch nicht sein, so wörtlich, dass über 100.000 Menschen unter der Untätigkeit des Außenamtes leiden. Jetzt muss es, wörtliches Zitat, gemeint das Außenministerium, Verantwortung zeigen. Zuallererst habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, es ist ja ein ganz besonderer Stil, dass innerhalb der Regierung man im Ausland übereinander, über die Kollegen derart negativ spricht. Denn der Eindruck ist einfach vermittelt worden, es würden Hunderttausende von Menschen hungern, Tausende würden vor sich hindarben, medizinisch nicht versorgt werden, weil das Außenamt nicht handelt. Meine Damen und Herren, ich bin froh darüber, dass das Außenamt schnell reagiert hat und deutlich gemacht hat, dass es zumindest an der Mittelvergabe und an der Aktivität des Außenamtes nicht liegt. Das ist auch wichtig so, denn Porzellan ist genug zerschlagen worden, und der Eindruck von Chaos und Streitigkeiten, die hier den deutschen Ruf schaden, der deutschen Außenpolitik schaden, ist schon schlimm genug, und das in einer sogenannten bürgerlichen Koalition, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun, abschließend will ich Ihnen sagen, fehlt auch die Kraft und der Wille zur Reform im eigenen Haus. Sie, Herr Minister, haben sich in Ihrer Amtszeit viel um Äußeres und Äußerlichkeiten gekümmert. Sie haben allerdings die inneren Angelegenheiten des Auswärtigen Amtes nicht immer so verfolgt, als wir uns das vorstellen könnten. Dazu fehlte Ihnen die Kraft und der Wille für wichtige Reformen im Inneren. Beim Auswärtigen Amt mangelt es nämlich an vielen Ecken und Enden, zum Beispiel die unhaltbaren Zustände für die Beschäftigten an zahlreichen Visastellen. Mitarbeiter berichten von drastischen Zuständen, viel zu wenig Personal und Räumlichkeiten, Arbeitsüberlastung, Überstunden ohne Ende. Auch hier haben Sie eine Fürsorgepflicht. Oder der Investitionsstau der Botschaften.
Hier sind 500 Millionen Investitionsstau durch den Bundesrechnungshof angemeldet worden. Eine gute Politik nimmt sich diese Hausaufgaben an, sorgt dafür, dass Aufgabenkritik im Haus geübt wird und die notwendigen Investitionen rechtzeitig umgesetzt werden. Das wünschen wir uns von einem Außenminister, der seine Aufgabe ernst nimmt. Insofern haben Sie noch viel zu tun, uns zu überzeugen. Diesem Haushalt können wir so jedenfalls nicht zustimmen. Herzlichen Dank.